wurden wir 21.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen zwischen Weimar und Süßenborn. Beim Eintreffen der BF stellte sich folgende Situation dar. Ein PKW ist frontal gegen einen Baum gerast, frontal gegen einen Baum gefahren und war der Fahrer im Fußraum schwer eingeklemmt, sodass schweres Rettungsmittel, Schere, Spreizer, Stempel zum Einsatz kam. Die Situation hat sich schwierig dargestellt, da ein Eingreifen am Fußraum schwer schwierig war. Der Patient wurde vom Notarzt sediert, um weitere Maßnahmen durchzuführen.